So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt geht's um Codename Uncle, meine Kritik zum Film und ich kann nur sagen, wow, hätte ich nicht gedacht. Deutschland in den 1960er Jahren, wir sind im Kalten Krieg und die USA und die Sowjetunion werden dazu gezwungen, zusammenzuarbeiten. Denn es geht darum, dass eine Verbrecherorganisation in Rom einen Nazi, einen ehemaligen Nazi-Wissenschaftler bzw. Raketenwissenschaftler, also der hat an der Atombombe irgendwie mitgearbeitet, den haben die rekrutiert und wollen, dass er ihnen eine Atombombe baut. Daraufhin holt dann Solo, das ist der amerikanische Agent, von dem Wissenschaftler die Tochter aus Ost-Berlin und man muss sagen, wow, Ost-Berlin oder Berlin allgemein zu der Zeit, wie super die das umgesetzt haben, aber dazu gleich noch mehr. Auf jeden Fall muss er dann mit dem zusammen mit dem russischen Agenten Eli nach Rom, um die Verbrecherorganisation aufzuhalten. Und ja, das ist so in etwa die Grundstory. Ich will nicht mehr verraten, denn es gibt viele coole Sequenzen, Twists. Es nimmt sich nicht zu ernst, was ich sehr schön finde. Und ja, schauspielerisch befinden wir uns hier auf einem sehr hohen Niveau. Man kann nicht sagen, es gibt keine nennenswerten Schwächen. Technisch muss man sagen, ist der Film wirklich sehr erfrischend. Auf der einen Seite mit den Kamerafahrten und Einstellungen, das ist echt cool gemacht. Und auch die Schnitte und so, das kennt man so nicht. Es ist neu, es ist sehr angenehm und es macht einfach Spaß zuzugucken. Und es gibt so viele Details, also es ist echt krass, auf wie viele so kleine Anschlusssachen die achten und es ist einfach super schön gemacht und es ist, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Produktion ist, auf jeden Fall wirkt es ein bisschen so, aber es ist echt auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Details und auch sehr, sehr, also es gibt überall was zu gucken. Es gibt immer wieder kleine Sachen, wo man denkt, ah, da haben sie dran gedacht. Oh, ist cool. Und auch Berlin sieht so super aus. Also die haben das super umgesetzt, so mit dem Todesstreifen und sowas. Also echt richtig nice. Und ja, deswegen komme ich auch schon zu meinem Fazit. Codename Uncle ist sehr erfrischend. Es hat sehr viel Spaß gemacht im Kino. Ist ein cooler Spionagefilm, weniger Action. Also es gibt schon Action, aber es ist jetzt nicht so, dass es nur Action gibt, wie zum Beispiel bei James Bond. Da ist es sehr actionlastiger. Hier ist es eher ein bisschen weniger. Natürlich gibt es den Spionage-Agenten-typischen Humor dabei. Der ist auf jeden Fall mit an Bord und man kann nur sagen, schauspielerisch und technisch ist beides super. Deswegen kann ich den Film auch wirklich fürs Kino nur wärmstens empfehlen. Ich hatte richtig Spaß im Kino, es war ein cooler Film. Und ja, in diesem Sinne kann ich den Film allen empfehlen. Könnt ihr euch definitiv angucken. Ja, damit bin ich auch schon am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, um kein Video mehr zu verpassen. In die Tage kommen ein paar mehr Kritiken. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.